Unser heutiger gläserner Übersetzer oder besser gläserne Übersetzerin ist Inken Henkel, die seit über 20 Jahren in diesem Beruf arbeitet. Sie übersetzt und untertitelt aus dem Italienischen, Französischen und Englischen. Angefangen hat das Ganze mit einem Studium der Romanistik, Anglistik, Germanistik. Danach und währenddessen hat sie als freie Journalistin gearbeitet, bei Zeitungen, beim Hörfunk. Und jetzt ist sie schon über 20 Jahre dabei, Filme, also Kinofilme, Fernsehfilme, Dokumentationen, Opern-DVDs zu untertiteln. Zu den Titeln kann sie uns dann selbst was sagen. Inken Henkel, bitte. Vielen Dank, Katharina Schmidt, für die freundliche Einleitung und Begrüßung. Einen schönen guten Abend. Ich könnte jetzt ganz viel Theoretisches zu Untertiteln sagen. Ich habe da so meinen kleinen privaten Vortrag in petto, den ich immer abspule, wenn mich jemand was fragt und sich interessiert. Aber ich dachte mir, wir haben ja nicht so viel Zeit und außerdem die einmalige Gelegenheit, das hier vorzuführen. Und darum will ich lieber gleich loslegen und zeigen, wie Filmuntertitel entstehen oder anders ge besser gesagt, wie sie bei mir entstehen. Ich habe mehrere Filme mitgebracht und könnte da je nach Zeit Ausschnitte draus zeigen. Vielleicht noch kurz vorab, also wenn ich einen Auftrag bekomme, das sind so 1 bis 3 Filme im Monat, manchmal auch 5, je nach Länge. Dann will ich natürlich wissen, was ist es für ein Film als erstes, aber fast noch wichtiger, wie lang und wann muss ich liefern? Das werde ich ganz oft gefragt, wie lange brauchst du denn, um einen Film zu untertiteln? Also früher habe ich gesagt, für einen Spielfilm 90 Minuten, eine Woche. Eine Arbeitswoche, 5 Tage. Heute, wo der Zeitdruck gewachsen ist und auch leider die Bereitschaft gesunken ist, für Zeit und Qualität mehr zu bezahlen, ist es schon eher empfehlenswert, es in 2 bis 3 Tagen zu schaffen, einen Spielfilm. Bei der Einschätzung der Arbeitszeit kommt es natürlich darauf an, wie textlastig ist der Film. Deswegen kann ich das eigentlich immer gar nicht sagen, wie lange brauchst du. Also es kommt ja extrem darauf an. Es gibt ja Filme mit wenig Dialog, mit viel und mindestens genauso wichtig Schwierigkeitsgrad. Also gibt natürlich Sachen, die man so runter tippt und andere, wo man richtig viel recherchieren muss oder sollte. Ja, vom Genre her ist mir wirklich alles Denkbare untergekommen, von Molière, einer Theateraufführung, die vor vielen Jahren mal bei Arte ausgestrahlt wurde, bis zu Hip-Hop-Dokumentation oder französische Vorstadt, Jugendliche mit Migrationshintergrund und entsprechend schwierig zu verstehen. Ganz wichtig ist, wird mir ein Text mitgeliefert. Das ist in der Regel der Fall, aber es gibt auch Fälle, wo man den Film bekommt und keinen schriftlichen Text dazu. Das heißt, da kommt die Leistung dazu, das abzuhören, wird es genannt. Das war zum Beispiel die Regel, wenn ich in letzter Zeit nicht mehr, aber ich habe sehr viele für DVDs auch gearbeitet und dieses Bonusmaterial auf den DVDs, Interviews mit Schauspielern und vor allem auch diese Making-ofs waren immer eine ganz, ganz heikle und schwierige Sache. Man muss alles raushören. Es sind Szenen beim Dreh des Films ohne viel Kontext, wo die sich was zurufen, Kameraleute. Ja, das musste man dann irgendwie hinbekommen. Dass man da Muttersprachler hinzuzieht, ist heute eigentlich im Budget schon überhaupt gar nicht mehr denkbar. War mal. Die Vorgehensweise, ganz kurz, also wenn ich den Film bekomme, idealerweise natürlich, wie bei einem Buch wahrscheinlich auch, den Film erstmal ganz ansehen. Dann hat man den ganzen Kontext und kennt auch die Personen, aber auch das heute nicht immer mehr drin. Wenn ich den bis übermorgen machen soll, bin ich manchmal gezwungen, sofort loszulegen und kann mir nicht mal den ganzen Film vorher ansehen, was dazu führt, dass man im Nachhinein natürlich dann Dinge korrigieren muss, wo man sich geirrt hat, wo man merkt, oh nein, da war doch was anderes gemeint. Ja, dann lässt man den Film ein zweites Mal laufen und stoppt, sobald jemand anfängt zu sprechen.
Tja, da sollte ich wahrscheinlich jetzt einfach mal mit anfangen. Ich habe mit Mühe einen englischen Film, Untertitel vorwiegend aus dem Französischen, sehr selten und ungern aus dem Englischen, weil ich da nicht so gut bin wie im Französischen und viel mehr nachgucken muss. Aber ich habe einen gefunden, einen englischen Kurzfilm, weil ich mir dachte, das ist wahrscheinlich der größte gemeinsame Nenner. Englisch ist doch vielleicht, ja, dann hätte ich auch noch was Französisches danach, einen Kinofilm, der noch nicht sehr alt ist. Dieser englische Film ist ein Kurzfilm, heißt Callum. Callum ist ein vielleicht 15-jähriger Schüler, ist ein ziemlich trauriger Film. Die Freundin von diesem Callum, der hat erst seit ganz kurz eine Freundin gehabt, die ist umgekommen. Man weiß nicht genau, umgebracht worden, weiß man am Anfang jedenfalls nicht genau. Jedenfalls quält sich Callum mit dieser Trauer und mit Gewissensbissen, weil er in der Nähe war, ob er nicht was hätte machen können. Das nur so kurz zum Kontext, wenn ich diesen Film jetzt. Ja, ich werde ihn nicht ganz zeigen. Ich glaube, er hat 13 Minuten, ist vielleicht ein bisschen lang. Aber mal so die ersten 3, 4, 5 Minuten vielleicht. Den zeige ich jetzt auf Englisch und ohne Untertitel und dann machen wir zusammen die Untertitel, würde ich sagen. Da ist immer dieser Timecode im Bild, den man natürlich braucht. Unten läuft die Waveline mit. Das ist sehr praktisch, wenn man dann anfängt zu untertiteln. Da sieht man, da muss man nicht immer nach Gehör hin und her fahren, wo der Sprecheinsatz ist, sondern sieht es auch. Das geht dann schneller. I've always been taught to believe that when we leave this world, it's the start of something new. But I'm not sure I believe that. Talk to you today. Joanna Windsor died on the night of the 25th at Honor Oak train station. I understand that this is going to be a really hard time for all of you guys, but what we need at this moment is information about what happened on the night of the 25th. Any information that you have, no matter how insignificant you think it is, it may be very significant for us. I understand the school has provided. So if we look at this period between 1923 and 1933, it's an extremely significant time because he not only spent 5 years in prison, but it's also when he wrote Mein Kampf. So when he became Chancellor in 1933, in the Nazi Party... So have you got a girlfriend then? No. Jessica, shut up! Have you ever had a girlfriend? Probably not. Callum, I was asking, do you think that Hitler's rise to power could happen in today's society? No? People won't let it happen. Thank you, Samantha, but I was asking Callum. So what do you think? Do you agree with Samantha?
That's okay, you don't have to answer. Can you see me after school? Yeah, Samantha, sorry, good point. Okay, vielleicht mal bis dahin. Ja, die Vorgehensweise ist sicherlich nicht bei allen gleich. Also ich gucke mir immer so einen kleinen Abschnitt an, weniger als jetzt, als wir uns jetzt angeguckt haben, so ein kleines Stück. Und man guckt natürlich gleich mal, wie schnell wird gesprochen, wie muss ich das wohl aufteilen. Und dann, ja, lasse ich den Film laufen bis zum Ton. Und dann ist es ganz wichtig, hier oben sind Stunden, Minuten, Sekunden und jede Filmsekunde hat 24 oder 25 Bilder oder Frames. Und also ich bin gehalten, wirklich das Bild zu finden, wo der Sprecheinsatz ist. Dass genau da auch der Untertitel ins Bild kommt. Möglichst nicht früher, nicht später. Gibt schon wieder Ausnahmen, weil man auch an zweiter Stelle den Bildschnitt unbedingt beachten sollte. Das heißt, wenn gerne bei schnellen Schnitten, wenn zwei Leute sich gegenüber sitzen im Restaurant oder im Auto, der Sprecheinsatz 10 Bilder vor dem Schnitt ist, dann kommt der Schnitt oder 5 Bilder. Ist immer, muss man abwägen. Am besten dann vielleicht doch ausnahmsweise mal mit dem Schnitt erst mit dem Untertitel reingehen, weil also es ist immer zu vermeiden, über den Bildschnitt die Schrift zu haben. Lässt sich natürlich ganz oft nicht vermeiden, aber der Zuschauer neigt dazu, wenn das Bild wechselt, dann den Untertitel wieder von vorne zu lesen, weil er denkt, das könnte neuer sein. Das flimmert kurz und also es ist immer günstig und Ziel, nicht über den Schnitt zu gehen mit dem Untertitel. I've always been. So, da fängt er an. Aha, da sieht man an der Waveline, gehe ich jetzt Bild für Bild. Das ist bei professionellen Programmen möglich, den Film Bild für Bild zu bewegen. Es gibt im Internet kostenlose Untertitelsoftware, die ich ausprobiert habe vor ein paar Jahren. Ich weiß, bin ich ganz auf dem neuesten Stand, aber da geht das zum Beispiel nicht. Man kann nur ungefähr das anpeilen und das finde ich also nicht akzeptabel für gute Untertitel. Da sieht man, also da muss jetzt der Untertitel ins Bild, gibt es eine Funktionstaste, da oben rechts ist der Untertitel jetzt, beziehungsweise, das nennt man, also was ich jetzt gerade mache, nennt man Timing oder Spotting. Ich lege jetzt den Anfang des Untertitels fest und habe jetzt ein Kästchen, in das ich reinschreiben kann. Da oben diese Zeit, ach so, ich habe vergessen, das muss das synchronisieren hier. Denn dann erscheint er dann auch im Bild. So. Ach, das will er jetzt nicht. So. Was sagt er da? I've always been taught to believe that when we leave this world, it's the start of something new. Ja, muss ich mir überlegen, wie ich das aufteile. I've always been taught to believe that when we leave this world, it's the beginning of something new, war das, glaube ich. Ja. I've always been taught to believe. Ich kann da wieder mit diesem Programm praktischerweise an genau diese Stelle zurückspringen. I've always been taught to believe that when we leave this world, it's the start of something new. So, also das sind ungefähr 6 Sekunden. Es ist ein bisschen viel. Ich würde da 2 Untertitel machen. Und da er nach diesem ersten Nebensatz auch eine Pause macht, bietet sich das so an. I've always been taught to believe. So, jetzt suche ich den nächsten Einsatz. Der ist da.
Ach, das war jetzt auch lange nicht mehr mit diesem Programm gearbeitet. Ah, Mist. Das hatte ich mir noch irgendwo. Es gibt nämlich eine Funktion, wie man den nächsten Untertitel praktischerweise da direkt dranhängt. Eigentlich hiermit, aber es geht nicht. When we leave this world. Ach so, jetzt habe ich, ja. Muss ich nochmal zurückgehen. Also Sie sehen, es kostet Zeit. I've always been taught to believe. So. Geht jetzt irgendwie nicht, keine Ahnung warum. Gut, dann muss man halt erstmal. Wie mache ich das denn jetzt? Das gibt's doch nicht. Okay, dann mache ich das per Hand. So. Dann gibt es Regeln dafür, welchen Abstand sollen Untertitel haben. Zwei Untertitel, die hintereinander kommen. Hier, ich kann das jetzt nur per Hand machen gerade. Also, ich arbeite da mit verschiedenen Standards, fünf verschiedenen Standards eigentlich zurzeit. Ich bin ja auch in der gehörlosen Untertitelung und Untertitel für Fernsehen und für Kino und für verschiedene Auftraggeber, die haben verschiedene Wünsche. Das wichtig ist natürlich erstmal, was geben die mir vor, wie lange muss ein Untertitel stehen? Es gibt ja so Messungen, dass man in der Sekunde 11 bis 17, schwankt zwischen 11 und 17 Zeichen, erfassen kann, lesen kann. Also wenn ich jetzt diese Zeile vollschreibe, dann finde ich, dass der Untertitel mindestens 2 volle Sekunden stehen soll. Jetzt weiß ich nicht mehr auswendig, was ich da untertitelt hatte, als ich das gemacht habe. I've always been taught to believe. Was könnte man da jetzt hinschreiben? Jemand eine Idee? Wir Ja. haben auch Mikros, ich gebe es einfach mal weiter. Ja, das ist gut. When we leave this world. Man hat mir immer gesagt. Ach, jetzt ist es weg. Warum ist es jetzt weg? Das ist ungefähr ein halbes Jahr her, dass ich das letzte Mal mit diesem Programm gearbeitet habe. Ja, und dann sind da, wie gesagt, die Auftraggeber sind unterschiedlich von ihrer Einstellung hier zum Beispiel, wie die Abstände zwischen den Untertiteln sein sollen. Also ich finde es einen sehr guten Standard, der aber sehr selten verwendet wird, dass 10 Bilder eine halbe Sekunde Abstand zwischen den Bildern, zwischen den Untertiteln sind, weil man dann überhaupt richtig sieht, dass der eine verschwindet und der nächste kommt und nicht immer das Gefühl hat, huch, ist das jetzt noch der gleiche? Wenn, also heute ist es ja sehr oft so, dass im schlimmsten Fall gar kein Bildabstand, sondern dass es so zack, der neue Text da steht und man sich gar nicht sicher ist, ob man den schon gelesen hat. Oder 2 Bilder Abstand nur oder 4 Bilder Abstand. Also da gibt es unterschiedliche Meinungen. So, jetzt weiß I've ich always nicht been mehr, wie ich taught to das. Ich believe. kriege das nicht mehr automatisch hin im Moment. So, jetzt mache ich es eben so. Der ist jetzt da. Always been taught to believe. Ist schon sehr, sehr kurz, ist eigentlich nur 1,5 Sekunden. Dann gibt es noch, man kann ein bisschen mogeln, kann ein paar Bilder früher reingehen. Würde ich jetzt mal machen. Können Sie noch mal angucken? Na gut, jetzt ist, so sieht man es nicht, man muss vorher, so. I've always been taught to believe. Ich finde es grenzwertig. Aber wie kann man das noch kürzen? Ist immer schwierig. Gut, dann vielleicht erstmal den Satz beenden, dann vielleicht fällt einem noch was When we ein. leave this world, to start with something new. Oder man fasst eben diese beiden ersten Teile zusammen. I've always been taught to believe that when we leave this world. Und dann auch eine Möglichkeit. So bastelt man dann da rum und die Zeit vergeht. Vielleicht so. When we leave this world, to stop.
So, das, ich glaube, das ist die bessere Lösung. I've always been taught to believe that when we leave this world, it's the start of something new. Ist das der Beginn von etwas Neuem oder? Sie sagte, beginnt etwas Neues. Danke, ich hab's gehört. Alles klar, ja, stimmt. Ja, es geht immer nur nach vorne. Ja, natürlich. Das ist doch schön, da haben wir auch Übersetzung hier drin im Raum. So, jetzt haben wir das Ganze. I've always been taught to believe that when we leave this world, it's the start of something new. Das ist mit den 10 Bildern Abstand. Also, hier ist auch einfach, ist kein Bild eigentlich, noch keins. Sure I believe that. Und hier kommt dann auch sofort danach der Schnitt. Also das ist keine schöne, es soll wirklich möglichst kein Text mehr bleiben nach dem Schnitt, wenn nicht mehr gesprochen wird. Das ist sehr hässlich. Also wird man versuchen, was ganz Kurzes zu machen. Und so bin ich wirklich oft gezwungen, ziemlich viel zu opfern. Also wenn ich jetzt da reingehe, wie mache ich denn jetzt diesen? Ich komme nicht mehr drauf, wie ich da. Naja. But I'm not sure I believe that. So, bis zum Schnitt. Viele Standards sagen auch nicht bis unmittelbar an den Schnitt, aber das ist das Erste, wie ich es gelernt habe. Und ich bin eigentlich auch sehr dafür, dass man bis genau an den Schnitt geht und nicht 2 Bilder vor dem Schnitt mit dem Untertitel raus, sondern es bringt nur Unruhe. Dann springt der Untertitel weg und dann kommt der Schnitt. So, da haben wir jetzt also knapp 2 Sekunden für I don't know, was sagt er? I'm not sure I believe that. 2 Sekunden, also 30 Zeichen, würde ich sagen. Das ist gut mit dem eher. Ich glaube, ich hatte geschrieben, ich glaube das nicht, weil ich ja so radikal immer dafür bin, das zu kürzen, dass man... aber das ist gut, das finde ich gut. Finde ich gut. But I'm not sure I believe that. Kann man auch noch gut lesen, ja, finde ich. Gerade eine Zwischenfrage. Die neuen Filme, oder sagen wir doch, die Technik geht doch immer mehr dazu hin, zu viel schnelleren Schnitten, viel schnelleren Bildwechsel. Ist das auch ein großes Problem? Bringt das große Probleme für das Untertitel mit? Genau, das hier ist eigentlich ein Beispiel zunächst mal. Ziemlich komfortables Arbeiten, das ist wahr, ja. Also ich hatte auch schon Actionfilme, die sich wirklich denkbar schlecht eignen zum Untertiteln, und aber auch andere normale Spielfilme, die extrem schnell geschnitten waren. Ja, das ist sehr unbefriedigend. Man muss dann eben manchmal, ich hätte natürlich irgendwie auch Beispiele finden können, man muss dann manchmal Rede und Gegenrede in einen Titel, das ist sowieso schon so eine Sache, mit den Strichen vorne dann, das kennen Sie. Und dann noch das Ganze über 3, 4 Schnitte stehen lassen. Also hässlich und unruhig und schlecht zu erfassen, ja, das ist problematisch, natürlich. Das sind dann immer natürlich willkommene Argumente für die Synchronbranche, da sowas dann lieber zu synchronisieren. Das ist wirklich, ist schwierig, sag dann, tut mir leid, ich kann nicht anders, ich muss dann über die Schnitte gehen, es steht dann eben, der Text steht und steht, die reden. Aber wenn sie natürlich dann auch weiterreden und schnell reden, das noch dazukommt, dann hilft nur den roten Faden herstellen, alles auch nur irgendwie Entbehrliche wegzulassen. Sehr schwierig, ja. Hier ist es wirklich noch komfortabel. Also das hier. Geht ja noch ganz gut. Ja, ich weiß nicht, ob ich weitermachen soll oder ob ich zu meinem anderen Beispiel, dem französischen Film, kommen soll. Da ist nochmal, ja, vielleicht den anderen. Da ist nochmal eine ist andere. Eine Frage, oder? Ja. Frage? Ach so, okay. Ach so, okay. Aber falls jemand jetzt eine Frage hat, können Sie gerne, ja, genau, wie vorhin gesagt, auch gerne fragen. Danke.
Ja, mich würde interessieren, was als Datei sozusagen dabei rauskommt, wenn man dann diese ganzen Untertitel festgelegt hat. Ich habe nämlich im Internet mal so Seiten gefunden, wo man im Grunde für alle möglichen Filme diese Untertitel runterladen kann, um die dann irgendwie erstaunlicherweise synchronisieren, die sich auch mit Videodateien. Ich weiß nicht genau, wie das funktioniert, aber das würde mich interessieren. Also man lädt sozusagen eine Datei für einen Film runter, der dann anscheinend alle diese Untertitel enthält und der kann dann auch irgendwie mit Videodateien synchronisiert werden. Das ist interessant. Also ich weiß, dass es das gibt im Internet, aber da ich selber die Untertitel herstelle, also ich habe das noch nicht ausprobiert, aber ich finde es interessant. Das funktioniert also. Das ist jetzt auch neu für mich. Ich wusste das nicht, wie es funktioniert. Ich kann nur sagen, hier ist es ja in einer Software aufeinander abgestimmt, ja. Wie geben Sie denn die Untertitel dann raus? Ach so, da gibt es gängige Formate. Das also gängigste, was ich kenne, was alle immer lesen können und verwenden können, ist dieses STL. Aber es gibt zig andere. STL ist, genau, das ist das am vielseitigsten verwendbare und flexibelsten einsetzbare. Ich speichere das als Untertiteldatei und schicke das als Mail-Anhang meinem Auftraggeber. Und der kann das verwenden. Wobei eben, dieses Programm hier ist speziell nur mit einem Format gekoppelt, also da funktioniert es nicht. Ich habe mir auch nie eine eigene Software gekauft. Es gibt, ich habe ja vorhin, glaube ich, schon gesagt, es gibt diese kostenlose Software, die meiner Meinung nach nichts taugt. Ich habe aber nicht erwähnt, es gibt professionelle Software, natürlich auch zu kaufen. Meine letzten Recherchen sind ein paar Jahre her, da hatte ich mich dafür interessiert, sind zwischen 2.000 und 8.000 Euro. So 3-4 verschiedene Untertitelprogramme hatte ich da getestet. Kann man auch leasen. Und ich hatte immer genügend zu tun mit den Aufträgen von, also meinen Auftraggebern, die eigene verschlüsselte Software verwenden. Damit kann man auch STL lesen, aber nicht herstellen. Damit es eben nicht passiert, ja. Diese Seiten wie Fan, Subs und so. Aber es ist interessant, also ich sollte das auch mal ausprobieren. Danke. So, genau, jetzt wollte ich den französischen Film. Aber vielleicht können Sie, während Sie das hochladen, noch mal kurz sagen, Sie haben ja jetzt gesagt, Sie machen hauptsächlich französische Untertitelungen. Und manchmal auch englische, was denn für Sie, wenn es einen Unterschied gibt, für die Untertitel, wo der denn läge? Oder was die Schwierigkeit an beiden oder das Einfache an dem einen und das Schwierige am anderen ist? Also das ist schwer zu sagen. Also ich mache sehr wenig Englisch, mehr also Französisch und Italienisch ist eher die zweite Sprache. Aber so generell, allgemein gibt es da eigentlich Dinge, die sich jetzt zu verallgemeinern, ist es eigentlich nicht. Es ist immer von der Sprache des einzelnen Films abhängig. Also ja, das ist schon richtig, aber ich habe ja immer mit gesprochenen Texten zu tun, untertitle immer ins Deutsche. Insofern auch das kann man nicht generell sagen. Natürlich wird manchmal da ganz besonders schnell gesprochen, aber es gibt ja auch sehr ruhige Filme. Italienisch habe ich auch ein paar sehr haarige Sachen, obwohl ja das immer sehr gut auch zu verstehen ist und aufzuteilen. Aber manchmal, also natürlich, klar, die romanischen Sprecher, aber ich weiß nicht, hier die britischen, das britische Englisch, die sprechen jetzt hier sehr komfortabel langsam, aber auch da gibt es ja immer Sprecher, die wahnsinnig schnell reden. Und wenn dann zwei zusammenkommen, die aufeinander einquasseln, dann ist es immer schwierig. Ich glaube, da kann ich nichts Allgemeines sagen. Natürlich gibt es immer Dinge, die sich wiederholen, die ja anderen Übersetzern dann auch immer wieder auffallen, wie im Französischen, wie da geschimpft wird. Das ist ja sehr viel mehr als im Deutschen aus dem sexuellen Bereich. Immer schwierig wiederzugeben. Wie nah bleibt man dran? Bordel, putain. Ja, was macht man denn in so einem Fall? Also macht man das, wenn man ja eh Platz sparen muss, wenn man sich kurz halten muss, damit die Untertitel schon kurz sind.
gibt mir dann da einfach nur den Sinn wieder? Also übersetzt man es wirklich komplett dann in eine deutsche Beschimpfung oder versucht man die Entsprechung, also versucht man die Entsprechung zu finden oder übersetzt man es wörtlich, damit es kürzer ist? Also wenn jemand die ganze Zeit so redet, mit also immer diesen Anhängseln, Bordel, Putain, diesen, oder im Englischen wäre es Fuck, die ganze Zeit, und ich habe aber nur sehr wenig Platz, dann lasse ich das sehr oft weg, aber auf keinen Fall lasse ich es immer weg. Also es muss auf jeden Fall irgendwie rein, es muss, man muss mitbekommen, dass er so redet. Wenn irgendwie Platz ist, bringe ich es dann eben mal unter, aber ich lasse diese Sachen natürlich dann am ehesten weg, ja, schon. Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall, ja, ja. Ich hatte mal einen italienischen, also sizilianischen Film. Also den hätte ich ja gar nicht machen können, wenn ich nicht die Dialogliste auf Italienisch gehabt hätte. Und sonst, ja gut, das berühmte Beispiel Lesti, da wurde es ja dann auch ganz speziell gelöst. Das ist immer, also ich, bei Dialekt im Untertitel tue ich mich schwer. Also ich... ich ignoriere das. Ich habe den Fall auch beim Hessischen Rundfunk bei der gehörlosen Untertitelung, wo dauernd Hessisch geredet wird in den den Filmen. Und das ist ja dann Deutsch-Deutsch, ist ja nicht so eine Herausforderung. Aber auch dort, ich neige dazu, ich bin dagegen, weil Untertitel sind schon schwer genug zu erfassen. Man hat seine liebe Mühe damit und möchte den Inhalt erfassen und möchte den Film sehen und das dann noch unterzubringen. Also ich bin sowieso dagegen, so alles reinzupressen, noch alles immer voll zu schreiben, selbst wenn Zeit ist. Ich bin dafür, den roten Faden da dem Zuschauer mitzugeben. Wenn Sie manchmal englische Untertitel sehen, gibt es ja manchmal Originalfassungen OMO mit englischen Untertiteln. Ich finde, dass die oft sehr gut sind. Gut, Englisch tun sich auch leichter, es ist schriftlich eine kürzere Sprache, aber ich denke da oft Hut ab, also sehr gut den roten Faden erwischt, den Kontext, und mehr will man, muss man eigentlich nicht wissen. Denke ich so. Ist natürlich immer schwierig, für Leute zu sprechen, die Sprache gar nicht verstehen. So als wenn ich jetzt einen japanischen Film untertitelt sehen würde, ob ich dann nicht doch auch mehr wissen wollen würde über diese Dinge, wenn man die Sprache dann natürlich auch gleichzeitig versteht oder etwas versteht, dann braucht man es weniger. Dann kriegt man das ja so ein bisschen mit. Ja, ist immer so ein Abwägen. Es gibt ja auch so Filme, wo die Hauptdarsteller absichtlich Sprache verdrehen, beziehungsweise wenn man bei Peter Sellers Pink Panther guckt, das ist nicht Englisch, was er spricht. Also dieser ganze Film lebt davon, dass er die Sprache entstellt. Eigentlich ist es in Paris und man würde sich fragen, warum spricht er eigentlich nicht Französisch? Ich habe eigentlich gestern erst diesen Film auf Englisch geguckt und habe dann eigentlich erst verstanden, dass er dieses Englisch total verdreht. Ich hätte das nicht gemerkt, wenn ich jetzt diese Untertitel angeguckt hätte. Lässt sich also dieser Witz, der in diesem Film drin ist, der auch in dem Remake wiederkommt, was ich dann auch erst gestern verstanden habe, lässt er sich durch die Untertitel irgendwie abbilden? Also ich kenne den Film nicht, ich weiß nicht, wie viel Platz und Zeit ist, wie schnell gesprochen wird, also es ist auf jeden Fall die hohe Schule, ja, und die Genialität gefragt. Da denke ich manchmal, dass es am besten wäre, das so in Teamarbeit zu machen, sich da gegenseitig anzuregen bei solchen Sachen. Ich kenne diesen Film, wie gesagt, jetzt nicht, aber ich habe auch schon viele solche Situationen gehabt, wo ich gedacht habe, hier, das geht einfach, das geht nicht. Hier kann man nichts machen. Und dann denke ich doch, es gibt Zuschauer, und wenn du jetzt einen neben dir hättest und wolltest ihm das erzählen und erklären, musst du irgendeinen Weg finden. Und dann sucht man irgendeine Lösung, die gleichzeitig, beim Untertitel ist eben das Problem, in der Synchronfassung hat man ja mal eine Chance, sich ganz frei zu bewegen. Der Zuschauer erfährt ja sowieso nicht, was da in Wirklichkeit gesagt wird. Aber im Untertitel, also das finde ich manchmal absolut erschreckend und erstaunlich, also was da für tolle Witze untergebracht werden, wo gar keiner ist im Original einfach, oder wo sich Leute anscheinend verwirklichen, die meinen, sie müssten den Film verbessern. Also das ist ja oft so. Aber das kann man sich bei Untertiteln nicht erlauben, weil ja immer auch Leute natürlich da sind, die das Original verstehen. Und es ist auch einfach nicht erstrebenswert, finde ich. Trotzdem, nichtsdestotrotz, natürlich nicht wörtlich, alles wörtlich machen, sondern schon versuchen,
dann immer möglich, eine auch manchmal kreative und freie Lösung zu finden. Hängt dann immer auch sehr vom Platz ab, ja, von Zeit und Platz und natürlich auch vom Kontext. Also manche Sachen, so ganz spezifische oder auch lokal gebunden. Also wenn Anspielungen kommen in französischen Filmen auf französischen Alltag, auf Werbung, auf das, also dann muss man auch ganz ehrlich sagen, dass Untertitel manchmal auch natürlich die dankbare Lösung bieten, das so ein bisschen unter den Teppich zu kehren und zu übergehen, einfach weil man sich sowieso beeilen muss und wenig Zeit hat. Man sagt, das muss jetzt wegfallen, das irritiert alles nur. Das ist oft ein häufiges Argument, dass man sagt, nein, das bringen wir nicht unter, das irritiert nur, das irritiert. Da bleibt man hängen und denkt, was war das jetzt, statt weiterzulesen. Das ist... Dafür hat man den Originalfilm, aber es ist ganz klar, man muss ganz ehrlich sagen, schon mal allein wegen des Kürzens, aber eben auch, weil man manche Dinge natürlich nicht wiedergeben kann, die kulturell bedingt sind, lokal, sprachlich, Sprachwitze im Französischen ganz oft. Das Verlan, dieses Umdrehen von, also sehr ganz verbreitet, dass man statt femme, Frau, dass sie sagen meuf, dass es die Buchstaben verdreht. Es ist ja nicht besonders bedeutungstragend und es ist halt so eine Masche, man kann da nichts, da kann ich nur Frau schreiben, also kann ich auch nichts, und es gibt, ja, und wenn, Französisch gibt es viele so nette familiäre Ausdrücke wie Frangin für Bruder oder Frank für Klamotten, das ist, Klamotten geht noch, ja, Klamotten kann man sagen für Kleider, aber für Bruder und Schwester fällt mir im Deutschen nichts ein, was so ein bisschen umgangssprachlich, nett, verkleinernd, gut, Brüderchen, Schwesterchen, wenn das passt, ist schon wieder meistens lang, ja, also das lasse ich. Da ist mir wichtiger das klare Verständnis, das fällt unter den Tisch, sowas. Ja, ich habe hier, also ich weiß nicht, wenn noch Fragen sind, gerne jederzeit. Aber auch zwischendurch, immer. Ich habe hier einen Film, Auberge Espagnole 3, lief im Kino auf Deutsch, beziehungsweise New York, hieß die deutsche Synchronfassung, und vor nicht allzu langer Zeit, ich glaube letztes Jahr oder vorletztes. Und das ist eine Trilogie von Cédric Clapiche, und es geht darum, in der ersten Folge ist es Auberge Espagnole, so eine Wohngemeinschaft in Barcelona, so eine multinationale Wohngemeinschaft, die Hauptfigur ist Xavier. Und jetzt sind wir in der dritten Folge. Xavier ist mittlerweile erwachsen, hat zwei Kinder und hat beschlossen, sich von seiner Frau Wendy zu trennen. Und Xavier kommentiert diese Filme auch aus dem Off. Die Lösung dafür ist ja, dass man das ein bisschen kenntlich macht, dass es kursiv ist, der Text. Also ganz normaler Spielfilm mit Dialog und immer wieder zwischendurch Xavier, die Hauptfigur, kommentiert sich selbst und das Ganze. Und da habe ich eine Stelle, wo er also seiner Mutter mitteilt, dass er jetzt sich trennt von seiner Frau. Die Mutter ist entsetzt. Und der Dialog ist so unterlegt gleichzeitig mit seinen Kommentaren. Das war sehr schwierig. Achso, ich könnte es natürlich jetzt einfach auch so zeigen, wie ich es untertitelt habe. Ich kann es ja mal kurz ohne Untertitel zeigen und dann mit meinen Untertiteln. Das ist sein Verleger, also Schriftsteller, der Xavier. Aber jetzt kommt die Szene in der Küche mit seiner Mutter. Eigentlich hatten wir es gestern lauter. Naja, weiß ich nicht. Mal kurz fragen? Oder? Ich mache es gerade ein bisschen lauter. Okay. Bon bah de toute façon t'en fais pas. Depuis 6 mois on est séparés avec Wendy. Ah non, c'est pas vrai. Bah si. Oh non Xavier, t'es pas obligé de faire les mêmes erreurs que moi et ton père. C'est affreux. Mais pourquoi? Vous agissez si bien ensemble. Tout le monde réagit comme ma mère. Oui je sais, c'est affreux. Oui je sais, c'est con. Mais non, pourtant j'ai tout essayé. Mais non. Et les enfants? On peut rien y faire quoi. Vous allez faire comment? Bah je sais pas encore. Tu vas continuer à les voir, j'espère. Oui. Tu vas pas faire comme ton père. Mais il n'y a pas, je sais pas moi, des
efforts à faire pour retrouver le chemin de l'amour. Non, c'est pas une histoire d'efforts. Le chemin de l'amour. C'est oui. Comme ça. Mais comment tu parles, moi? C'est la vie. On s'aimait. Et puis. Mais l'amour, c'est pas un truc logique. On s'aime plus. On a changé. C'est Wendy qui a parlé. Ja, das ist ja eine von vielen Schwierigkeiten. Das ist nur so ein Beispiel für eine Schwierigkeit. Da eine Lösung zu finden, entscheidet man sich jetzt, ja, also es wechselt ja auch. Der Ton wird hochgezogen dann wieder von dem Dialog. So. So sieht die Untertiteldatei aus. Das sind jetzt hier zum Beispiel 184, aber diesen Film habe ich in einzelnen Rollen bekommen. Das heißt, das ist nur für die Rolle 1, für die ersten 20 Minuten. Sehr textlastig. So, jetzt sollte es funktionieren. Bah, tu vois, c'est chiant, là. Bon, bah, de toute façon, t'en fais pas. Depuis 6 mois, on est séparés avec Wendy. Ah non, c'est pas vrai. Bah, si. Oh non, Xavier. T'es pas obligé de faire les mêmes erreurs que moi et ton père. C'est affreux. Mais pourquoi? Vous alliez si bien ensemble. Tout le monde réagit comme ma mère. Oui, je sais, c'est affreux. Oui, je sais, c'est con. Mais non. Pourtant, j'ai tout essayé. Mais non. Et les enfants? On peut rien y faire. Da sagt sie, et les enfants, also wie soll man das unterbringen? Ja? Also da habe ich mich entschieden, eben, es ist wirklich von Fall zu Fall, da habe ich gedacht, das ist wichtig. Ich habe alles versucht, nichts zu machen. Fand ich jetzt wichtiger, als dass sie fragt, et les... Ach nee, ich habe sogar, ich habe es... kommt ja gleich. Also, ich... Pourtant, j'ai tout essayé. Mais non. Et les enfants? On peut rien y faire, quoi. Vous allez faire comment? Genau, da habe ich das und die Kinder untergebracht. Eigentlich sagt sie da schon den nächsten Satz. Sie sagt da schon, vous allez faire comment? Wie macht ihr das? Dieses et les enfants und die Kinder hat sie vorher gesagt. Und dann, wenn sie sagt, und, wie macht ihr das? Dann schreibe ich hin und die Kinder. Ist nicht ganz sauber, aber in dem Fall habe ich gedacht, das ist mein bester hier Kompromiss an dieser Stelle. Mais non. Pourtant, j'ai tout essayé. Mais, mais non. Et les enfants? On peut rien y faire, quoi. Es muss ja auch passen mit dem, was danach kommt. Er sagt, dann weiß ich noch nicht. Also das hier den roten Faden und das ist war heikel. Auch sehr, sehr, sehr kurz hier. Haben Sie es gesehen, die Liebe zu beleben, schon ein bisschen. Non, c'est pas une histoire d'effort. Le chemin de l'amour. Oui. C'est comme ça. Mais comment tu parles, moi? C'est la vie. On s'aimait. Et puis. Mais l'amour, c'est pas un truc logique. On s'aime plus. On a changé. Ja. Kommentare gerne. Das war nicht ganz einfache Stelle, aber es gibt noch viele andere. Noch, sicherlich noch viel heiklere, aber. Nur mal so als Beispiel. Ich weiß nicht, ob man dem gut folgen kann. Ich versuche es dann so mit diesem Wechsel von Kursiv und dem Dialog. Es ist natürlich schon immer auch ein bisschen mühsam. Also ich habe tatsächlich nur eine Frage, die ein bisschen ketzerisch ist, weil was ich dazu sagen muss, ich gucke am allerliebsten Filme mit Untertiteln. Aber wir haben jetzt gerade ganz oft gehört, wie viel man wegfallen lassen muss, wenn man untertitelt. Und dass man, wenn man einen Film synchronisieren würde, natürlich deutlich mehr von dem, was gesprochen wird, auch wiederum in Deutsch gesprochen hören kann. Nichtsdestotrotz, was ist dann für Sie jetzt, Sie untertiteln ja viel, der Vorteil im Vergleich zum Synchronisieren von untertitelten Fassungen, die ja doch leider in Deutschland immer noch so sehr unbeliebt sind bei einer ganz großen Menge Kinozuschauer?
Ja, allerdings, aber nicht nur in Deutschland, also sowohl in Frankreich als auch in Italien habe ich genau die gleiche Resonanz bekomme ich immer, wenn ich sage, ich mache Untertitel, ein angewiderter Blick geradezu, wie erstmal, was ist das eigentlich? Ach so, ja, das, ich will doch nicht lesen, ich will den Film sehen. In den großen Ländern eine wirklich rigorose Ablehnung. Man sieht es ja auch, dass Arte immer weniger untertitelt und eigentlich alles synchronisiert mit dem schlichten, knappen, kurzen, lapidaren Argument, sonst schalten die Leute ab. Ja, in den kleinen Ländern beschwert sich niemand. Also in Norwegen, Holland oder Dänemark oder der Schweiz wird ja alles aus Kostengründen nur untertitelt und niemand beklagt sich, dass das so mühsam ist. Gut, sie haben auch nicht den Vergleich, aber Kosten sind ja der eine Grund und der andere Grund ist übrigens auch, dass es, nein, nicht Grund, falsch rum. Untertitel zu machen geht viel schneller. Das ist der Grund, warum auf Filmfestivals auch immer die Filme mit Untertiteln gezeigt werden. Natürlich, weil es günstig ist, man weiß noch nicht, ob sie in den Verleih kommen, aber auch, weil es natürlich preiswerter, auch weil es schneller geht. Ja, ich finde es sehr schade, dass die Zuschauer in Deutschland gar nicht mitbekommen, wenn sie die Synchronfassung sehen, was es eigentlich für ein Film ist. Also sie sehen ja einen komplett anderen Film. Und die Leute denken immer, ja, passt denn die Stimme? Ach, ist doch ganz nett. Und wenn es dann lippensynchron gut gemacht ist, dann ist es schon alles, was sie verlangen. Aber dass sie einen anderen Film sehen, weil die Haltung von einzelnen Personen sich total verändert. Ich habe mal einen Film untertitelt von Truffaut vor vielen Jahren, da wenn ich die Möglichkeit habe und es gibt eine Synchronfassung, leihe ich mir die dazu aus oder besorge ich mir die und habe mir die angesehen und ich war einfach nur entsetzt, ja, was da. Aber das war natürlich ein Film aus den 60er Jahren, da hat man noch viel mehr Verbrechen begangen da, in der Synchronisation. Da, les cats sans cou, sie küssten und sie schlugen ihn. Da geht es ja um so ein Ehepaar. Der Vater ist so ein Versager, der wird von seiner Frau betrogen. Aber in der Originalfassung ist es eigentlich ein sehr sympathischer Typ, mit dem man Mitleid hat. Und in der Synchronfassung hat er überhaupt gar kein Mitleid mit dem. Das denkt man einfach nur, also so ein Blödmann hat es ja nicht besser verdient. Einfach nur die Art, die Haltung, wie er spricht, wie er das alles rüberbringt, auf so eine affektierte, arrogante Art, ich frage mich immer, gucken die das Original nicht? Heute wahrscheinlich bei den amerikanischen Sachen sowieso nicht, weil gar nicht die Zeit ist, dass sie sich überhaupt das Original ansehen. Das wird einfach nur Take für Take abgespult. Ja, es ist ein anderer Film und das finde ich. Also manchmal ist er vielleicht auch besser dann dadurch, hört man ja auch manchmal. Aber es ist nicht das Gleiche. Man sieht nicht den Film, wie er mal gedacht war. Sehr schön, das wollte ich hören. Es gibt noch eine Frage und vielleicht können Sie noch beantworten und dann müssen wir leider, leider auch schon aufhören und zum nächsten übergehen. Ist keine Frage, sondern auch eine Anmerkung. Untertitelte Filme sind auf jeden Fall besser als, wie es in manchen Ländern auch üblich ist. Da gibt es nur sechs, acht Schauspieler und die sprechen dann alle Charaktere. Das kenne ich von ungarischen Versionen manchmal. Oder in arabischen Ländern, wo nur Männer sprechen. Auch die Frauenrollen, das ist natürlich auch irgendwie, da würde ich auch Untertitel bevorzugen. Ah, ja, das stimmt. Und ich glaube, es gibt sogar auch so eine krasse Methode, wo einer den ganzen Film erzählt. In Polen oder ich habe mal irgendwo sowas auch mit. Ja, ne, das gibt es auch. Genau, die allergünstigste Variante wahrscheinlich. Ja, das Also ist wir wirklich. hatten hier gerade ein Kinderfilmfestival die letzte Woche Ach und ja. das war für mich jetzt auch zum ersten Mal eine schöne Erfahrung, weil da um den Kindern auch den Eindruck der fremden Sprache und des Sprachduktus zu geben. Wir zeigen die Filme immer in der Originalfassung. Es gibt einen Sprecher, der die Dialoge einspricht. Also wir drehen den Filmton ein bisschen leiser und der Dialogsprecher spricht hinten dann die Dialoge. Natürlich nur mit einer Stimme. Und ich habe es mir dieses Jahr jetzt angeguckt und war skeptisch, aber fand es eigentlich auch eine sehr schöne Methode. Ich habe das auch Wenn man einmal dann trotzdem noch die gesehen. Sprache im Ja. Kopf hat, im Ohr hat und man versteht aber, worüber die gerade sprechen, das ist eigentlich auch schön. Aber es ist im Prinzip die Untertitel, die man dann einfach hört, weil natürlich muss man Genau. da auch ganz knapp sich beschränken auf das Wesentliche. Ganz genau, die Untertitel, die man eben den Kindern noch nicht zumutet. Und ich glaube auch in den kleinen, in Schweden oder in den Ländern wird sogar auch eben Kinderfilme werden synchronisiert, weil man sagt, das können sie noch nicht. Ja, richtig.
Ja, gut. Ja, dann ist es an mir, Ihnen sehr herzlich für den interessanten, spannenden Einblick in die Untertitelung zu geben, zu danken. Und Ihnen noch einen schönen Nachhauseweg. Oder wenn Sie noch da bleiben wollen, wir zeigen jetzt einen französischen Film, natürlich mit Untertiteln. Coeur von Alain René, dessen Filme wir in Ausschnitten zumindest im nächsten Monat auch noch ausführlicher zeigen. Und die Untertitel dazu, die hat die Andrea Kirchhartz gemacht, die eigentlich hätte heute da sein wollen und nicht konnte. Und deswegen ist Inken Henkel eingesprungen. Nochmal vielen Dank dafür. Und es lohnt sich auf jeden Fall, weil auch da ist, finde ich, die Untertitelung deutlich vor der Synchronisation zu bevorzugen. Die ist auch sehr gelungen und ich lege Ihnen den Film sehr ans Herz. Viel Vergnügen dabei und Ihnen nochmal vielen Dank. Ich danke auch.